Das bedeutet schon Zeit. Das ist nicht das, was ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten, aber was ist denn schon real? Sie könnten doch so viel ändern, wenn ich alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Oh, mein Kopf. Ihr habt einen Erinnerungspunkt erhalten. Was? Wo bin ich? Verlasst die Zwischenwelt, indem ihr das Talent Meditation mit P auswählt und Meditation mit Y ausführt. Ja, und so sind wir nun im... Tja, wie soll ich das nennen? Im Skillbaum. Und wir können uns, weil wir eine Erinnerung freigeschaltet haben schon mal, können wir uns tatsächlich was auswählen. Hoffe ich zumindest. Range. Diese Erinnerung schaltet alle Kriegersdisziplinen vor euch frei. Das Gewicht schwere Rüstung ist ab sofort um 10% reduziert. Außerdem erhaltet ihr das Talent Range, das für kurze Zeit euer Waffenschaden erhöht. Die Frage ist ja, was wollen wir leveln am Anfang? Fokus. Diese Erinnerung schaltet alle Magiedisziplinen für euch frei. Außerdem erhaltet ihr dauerhaft erhöhte Mana-Regeneration sowie das Talent Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33% senkt. Ich würde ja eigentlich schon fast sagen, wir fangen mit Mana tatsächlich an, oder? Ich glaube, letztes Mal habe ich damit auch angefangen, kann das sein? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. Ich will da reinspringen. Ich komme aber nicht darüber. Tja. Was war hier? Schatten des Windes. Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20% schneller und ihr erhaltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzzeitig leiser schreiten lässt und eure Chance auf einen kritischen Treffer um 7% erhöht. Das ist natürlich eigentlich auch interessant. Ich meine, wir können ja... Ich weiß nicht, wie wir das rollentechnisch diesmal aufbauen, aber wir können uns ja eigentlich auch ein bisschen versuchen in Sachen Diebesdisziplin. Aber ich werde am Anfang erst einmal den Skillbaum hier anfangen, weil dann haben wir nämlich auch, dass die schwere Rüstung etwas leichter ist. Also, Babs! Talent erlernt. Stufe 1, Range. Quit. So, und jetzt muss ich irgendwie wieder raus hier. Bams! Tja. Oh, mein Kopf! Brrr. Oh. Ihr fühlt euch benommen. Es beginnt mit den Träumen. Einen Weg ans Festland finden. Boah, haben wir hier wieder ein Scheißwetter. Es regnet hier nur. In diesem Tal, habe ich so das Gefühl. Ich komme jetzt gerade aus dem Wasser. Und es ist hier ganz schön nass. Oh. Ja, sieht ja tatsächlich besser aus, als ich dachte. Also ich habe meinen Charakter, ehrlich gesagt, also unseren Char habe ich echt gut getroffen. Und, ich finde das diesmal eine Abwechslung, dass wir dieses Mal einen weiblichen Charakter spielen. Ich meine, ich bin normalerweise immer so, dass ich am Anfang erst immer normalen männlichen, also wir spielen wir uns. Und jetzt müssen wir halt mal so ein bisschen eine andere Position einnehmen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ich werde, denke ich mal, im weiteren Spielverlauf so ein bisschen meine Spielweise noch verändern. Dass wir das wirklich so ein bisschen rollenspielartig angehen, die Geschichte. Und ich gucke mich natürlich jetzt hier nochmal um. Und ich finde diesen Anfang eigentlich wunderschön. Also das ist ganz im Ernst. Hier vor allen Dingen mit diesen ganzen Wasserfällen. Es ist einfach traumhaft. Ich würde jetzt hier am liebsten stehen bleiben und die ganze Zeit diesem Rauschen lauschen. Haha, boah, das hat sich schön gereimt. Dem Rauschen lauschen und diesen Wasserfall da begutachten. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas war, aber ich glaube, hier war doch irgendwas, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch schon ein bisschen her.
Ah, es ist aber schön, wieder hier in der Welt von Enderhall zu sein. Das muss ich auch mal dazu sagen. Komme ich da eigentlich lang? Da hinten ist was. Was ist das? Ich will da hin, verdammt nochmal. Da ist doch was. Hier ist eine unsichtbare Wand. Da ist doch was. Ja, jetzt, komm. Ja. Ich komme da nicht hin. Da ist was. Ich komme leider nicht hin. So eine Schande. Ihr kennt das ja von mir. Ich gucke mich immer sehr, sehr genau um. Und ich versuche jetzt da irgendwie hinzukommen. Mal sehen, ob hier die unsichtbare Wand auch ist. Ich glaube, ich mache das Spiel noch kaputt. Pass mal auf. F5 war, glaube ich, speichern, oder? Ah, tatsächlich. Natürlich. Ich glaube, das Spiel mobbt mich. Schon von Anfang an. Schade. Schade, dass man nicht klettern kann, ne? Ich würde am liebsten da jetzt... Ja, los! Mal sehen. Okay, ich kann fliegen. Ich fliege und ich flieg. Warte, nochmal. Bitte nochmal. Na los, warum geht das jetzt nicht mehr? Jetzt, wo ich was machen wollte, geht's nicht. Oder komme ich hier vielleicht hoch? Tatsächlich. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade damit aufhalte, aber ich finde das irgendwie gerade cool, hier so lang zu laufen. Ich denke mal, die ersten Zuschauer haben schon abgeschaltet aus Protest, weil ich hier einfach, weil ich hier noch nichts zustande gebracht habe. Weil es ja erst die total lange Charaktererstellung, aber das ist normal. Also wer da schon wegschaltet, der hat selber Schuld. So, lest euer Tagebuch mit J und öffnet euren Statusmenü mit H. Statusmenü, das ist dieses hier. Wir haben 37 Leben von 90. Das heißt, wir müssen da mal ein bisschen dran arbeiten, dass wir wieder gesünder werden. Wir sind Klasse Abenteurer. Eure Klasse setzt sich aus den beiden Erinnerungsbäumen zusammen, in die ihr am meisten Punkte investiert. Investiert ihr in zwei zueinander affinen Bäume mindestens 10 Punkte, erhaltet ihr eine besondere Klasse. Durchsucht die Welt nach Hinweisen für Kombination. Aha! Das habe ich noch nie so durchgelesen. Das ist ja mal sehr interessant. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wenn ich mir das so durchlese, wir sind jetzt erstmal Abenteurer. Und wir können uns zu Magier entwickeln oder zu Kampfmagier. Natürlich! Wenn ich jetzt in diesen Baum Kampf gehe, das was ich ja jetzt schon gemacht habe, und dann noch so ein bisschen in die Magieattribute stecke, dann müsste ich ja theoretisch, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, einen Kampfmagier daraus machen können. Und das möchte ich gerne. Stufe, eure derzeitige Stufe. Habt ihr genügend Erfahrungspunkte gesammelt, steigt ihr eine Stufe auf. Ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit jedem Aufstieg könnt ihr eines eurer Attribute erhöhen. Erhaltet Lernpunkte, Handwerkspunkte sowie einen Erinnerungspunkt. Lernpunkte. Lernpunkte erhaltet ihr mit jedem Stufenaufstieg. Ihr benötigt sie, um Lehrbücher zu lesen, die eure Kampffertigkeiten steigern und die ihr bei Meistern der jeweiligen Fertigkeitsschule erstehen könnt. Okay. Handwerkspunkte. Handwerkspunkte erhaltet ihr mit jedem Stufenaufstieg. Mit ihnen könnt ihr Handwerksbücher lesen, die eure handwerklichen Fertigkeiten steigern. Okay. Erinnerungspunkte. Das sind ja die, damit ich dann... Da steht es ja auch. Erinnerungspunkte ermöglicht euch das Erlernen von Talenten und Verbesserungen aus den 9 verschiedenen Erinnerungsbäumen. Jeder Stufenaufstieg gewährt euch einen davon. Okay. Oh je, jetzt könnte ich hier noch alles durchlesen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal einfach so, weil ich gerade Spaß am Lesen habe. Leben. Leben bestimmt die Anzahl der Treffer, die ihr erleiden könnt, bevor ihr fallt. Euer Leben regeneriert sich nur, wenn ihr gesättigt seid. Okay. Euer Mana bestimmt, wie viele Zauber ihr wirken könnt, bevor euer Geist überstrapaziert ist. Eure Mana regeneriert sich zu einem kleinen Teil stetig. Durch den Verzehr von Mana-Pilzen
und Alkohol etwas schneller. Aha! Also Kinder, ihr habt's gelesen, trinkt Alkohol, damit ihr zaubern könnt. Nein, macht das bloß nicht. Ey, dieses Spiel, ne? Das lädt irgendwie dazu ein. Das ist ganz gefährlich, dass das da drinnen steht. Deswegen sieht man wahrscheinlich auch immer bunte Bilder, wenn man da zu viel von... Ausdauer. Benötigt ihr zum Sprinten, Springen, zum Wirken von Wuchtangriffen sowie zum Blocken. Ist eure Ausdauer aufgebraucht, werden Wuchtangriffe zu normalen. Eure Ausdauer regeneriert sich beständig und von selbst. So, Arkanistenfieber. Arkanistenfieber bestimmt eure mentale Gesundheit als Magiebegabter. Das Wirken von Zaubern, magischen Tränken sowie bestimmten Orten erhöht ist. Mit steigendem Fieber erleidet ihr Mali bei 100% den Tod. Uiuiui. Erfahrungspunkte. Benötigt ihr, um Stufen aufzusteigen. Ihr erlangt sie durch das Erfüllen von Quests, das Töten von Gegnern, das Entdecken neuer Orte und andere Errungenschaften. Für jede neue Stufe benötigt ihr mehr Erfahrungspunkte als für die vorherigen. Okay, den Rest hier, ne, den werde ich jetzt erstmal nicht vorlesen. Das können wir später immer noch machen, aber ich möchte jetzt gerne mal endlich richtig losstarten. Und ich denke mal, so das Vorgeplänkel, das haben wir jetzt durch. Und damit haben wir jetzt auch schon die nächste Folge gestartet, denke ich mal. Und Folge Nummer 2, das ist das Schöne. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ich liebe Wasserfälle. Habe ich das schon mal irgendwann gesagt? Ich glaube nicht. Wo geht das Wasser hin? Oh, hier geht's runter und dann fließt es da hinten wieder rein. Ach, ist das super. Na gut, wir müssen ja jetzt erstmal irgendwo lang. Ich denke mal, wir müssen hier hoch. Ich glaube, so war das, ne? Ja, was liegt denn hier? Ach, ein Ast. Hier ist noch ein Ast. Ah. Warum liegt hier ein Skelett? Hier war schon mal jemand vor uns. Ein Messer bekommen wir von dem, was 3 Schaden macht. Nehmen wir mit. Genauso wie die Fackel, den Geldbeutel. 5 Groschen waren da drin. Gesundheitstrank ranzig. Den, da haben wir 2 Stück und eine Spitzhacke. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Spitzhacke macht auch 3 Schaden. Favoriten hinzufügen. Ja, ist ja gut. Und ich will die Spitzhacke gerne auch da drin haben und die Fackel. Kann ich denn eigentlich schon zaubern? Erhöht für kurze Zeit euren Waffenschaden. Cool. Mal eben gerade auf Q drücken. Habe ich das Messer schon ausgerüstet? Ja. Mensch. Sieht ja zum ersten Mal schon richtig gut aus. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Ich werde auch mal versuchen, dass ich immer mal so ein bisschen die Ansichten wechsle. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht so häufig gemacht. Oh, da oben. Da ist die Kiste gewesen. Moment mal, ich muss das anders machen. Ich starte nochmal. So, jetzt gehen wir hier lang. Ah, also, was ist denn da oben? Da sind Blätter. Mhm. Und da ist ja der Wasserfall. Oh, was ist denn das da oben? Ah, wie, das ist ja eine Kiste. Ich glaube, da muss ich mal hin. Ja, wenn das jetzt auch noch so klappen würde, wie ich mir das vorstelle. So, wir sind oben. Oh, was liegt denn hier? Lehrlingsbuch Elementarismus. Das war jetzt richtig authentisch, das nochmal zu machen. Ich muss mich echt ein bisschen dran gewöhnen. Ich will das ja so ein bisschen so spielen, als ob ich das erste Mal spiele, aber es klappt leider nicht immer. Tut mir leid dafür. Durchsuchen Truhe. Aber wenn wir hier vom Anfang weg sind, da weiß ich sowieso das meiste schon nicht mehr. Und der Anfang ist eigentlich das aussagekräftigste von allen. Und danach verläuft sich das ja so ein bisschen. Gesundheitstrank, wieder ein ranziger, regeneriert 9 Lebensenergie für 4 Sekunden. Verschlimmert euer Arkanistenfieber um 2%. Ich werde doch niemals so einen Trank trinken. Wobei ich könnte.
meine, es gibt ja auch irgendwas gegen Akanistenfieber. Die Ruine wie in der Vision. Da hinten ist doch was. Entdeckt. Aha, die sehen mich sogar. Was haben wir hier? Oh, wieder mal ein fleischloser Verlorener. Mhm. Ein Eisenschwert. Her damit. Und dann ist da sogar noch eine Schaufel, noch eine Spitzhacke und hier ist Eisenerz. Das bauen wir doch gleich mal ab. Juhu! Ein Eisenerz wurde dem Inventar hinzugefügt. Eisen kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Vor allen Dingen, ich möchte versuchen, auch so ein bisschen auf Schmied zu gehen, tatsächlich. Also ich möchte eigentlich mit euch alles mal machen. Das haben wir leider beim letzten Mal nicht so intensiv gemacht. Und ihr werdet merken, dass meine Spielweise sich ein bisschen verändert hat, hoffe ich, denke ich mal. Mal sehen. Aber im Groben und Ganzen hat sich die nie verändert, weil, guck mal, ich gucke mich immer noch so genauso um wie früher und das ist ja eigentlich das Gute daran. Und ich frage mich ja so ein bisschen, wenn man mal so überlegt, da sind ja zwei Skelette, ne? Da unten ist eins und dann ist hier oben einer. Ob das wohl Schiffbrüchige sind oder ob die sich hier vielleicht verirrt haben oder so. Das ist mal so eine ganz interessante Geschichte. Und ich will auch mal eben das Schwert ausrüsten. Mein Eisenschwert ist ja besser als ein Messer. Und ich glaube, ich habe doch hier eben gerade was... Habe ich hier nicht eben gerade was gesehen? Aber warum steht immer versteckt und entdeckt? Ach, das ist eine Wurzel. Ich dachte, da wäre irgendwas. Doch, da ist doch was. Na, da bin ich ja mal gespannt. Machen wir mal die Außenansicht, würde ich sagen. Das sind doch Ratten. Natürlich sind das Ratten. Uah! Eieiei. Das war jetzt ja eben gerade ein sehr interessantes Manöver. So. Grubenratte. Ist leer. So, jetzt machen wir mal einen Sturmangriff. Warte mal, wie konnte ich denn nochmal laufen? Okay, das war Waffe reinstecken. Ach, weißt du was? Oh, oh! Oh! Das hat gerade so geklappt. Halleluja! Mann, wenn ich jetzt gegen diese... Was? Blaue Malfallsblüte. Wenn ich jetzt... Das ist gruselig. Das ist voll gruselig. Kann ich die... Voll gruselig! Guck dir mal diese Ratte an! Ich hab eine Handpuppe. Hey! Ich spiele jetzt mal... Die Bremer Stadtmusikanten. Ich habe doch zwei davon, aber der dritte fehlt. Egal. Hui! Ist gerade schön weggeflogen. Gibt es hier vielleicht ein bisschen was zu essen? Im Sack. Ein Hufeisen. Das schmeckt bestimmt total gut. Das ist auf jeden Fall sehr eisenhaltig. Nehme ich mit. Da haben wir jetzt eine rote Malfasblüte. Eine leere Weinflasche. Ein Lebensflusstrank. Wow! Das Skelett zerfällt gerade. Das ist sehr vertrauenserweckend. Und was haben wir da in der Truhe? Eine Karotte und ein Käse. Da, der sättigt für 300 Sekunden. Ich glaube, wir essen jetzt mal ganz rigoros einen Käse. Käse. Käserad. So, und ein Lehrlingsbuch des Elementarismus. Ihr habt nicht genügend Lernpunkte. Okay, dann eben nicht. Oh, wie schön leer das Inventar jetzt noch ist, ne? Oh, ich krieg schon Angst. Ich kriege so eine Angst, weil das Problem bei mir ist immer, am Anfang ist ja immer alles so schön leer, ne? Aber ich bin einfach so ein Inventar-Zumüller. Das kennt man schon seit Minecraft und das ist bei solchen Spielen leider noch schlimmer. Naja, dann wollen wir mal in die Ruine. Dum-di-dum-di-dum. So. Jetzt sind wir im verlassenen Tempel. Oh, das macht so Spaß. Endlich mal wieder im Enderal-Universum. Und endlich mal die Gewissheit, dass das Spiel nicht mehr abstürzt. Das sorgt gleich für mehr Spielspaß tatsächlich.
und nochmal von vorne anfangen. Das ist auch irgendwie sowas. Wie auf die Skyrim. Also ich will das jetzt mal ganz kurz erzählen. Skyrim habe ich auch schon gefühlt 5000 Mal neu gestartet. Und es ist trotzdem immer wieder schön, das neu zu starten. Ich weiß nicht warum. Aber es ist irgendwie bei jedem Spiel von Bethesda immer so... Naja, das ist jetzt ja nicht von Bethesda, aber... irgendwie... Weiß ich nicht. Das hat irgendwie mal... einen ganz gewissen Charme. Eure Fähigkeiten verbessert ihr mit Lehrbücher. Nehmt das Buch zu den Füßen vom Skelett. Um es einzusetzen oder sonstige Gegenstände zu verbrauchen oder auszurüsten, drückt das Inventar. Okay. Oh, diese Musik. Die habe ich letztes Mal schon so gefeiert. Oh. Einhandwaffen. Huch. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Auf jeden Fall nicht das Buch. Und noch eine Spitzhacke. Kann ich vielleicht verkaufen. Sammel Schlammmorcheln. Hier waren noch ein paar. Ich will mal eben gerade die Schlammmorchel probieren. Widerstehe Schockschaden. Wow, wir pulsieren ja mal ein bisschen. So, was haben wir denn noch? Blaue Malfasblüte. Lebensenergie wiederherstellen. Oh, ich finde diese Effekte immer so cool. Sieht man aber leider immer nur so richtig gut, wenn man in der Außenansicht ist. Was ist das? Rote Malfasblüte? Mana wiederherstellen erkundet. Und jetzt leuchten wir sogar so ein bisschen, weil jetzt das Mana herstellen nämlich gerade läuft. So, ich glaube aber, ich kann das Lehrlingsbuch noch nicht nehmen, oder? Doch, jetzt geht es. Wieso habe ich denn jetzt... Ich frage mich einfach nicht. Einhand um 1 auf 16 erhöht. Juhu! Elementarismus geht wahrscheinlich jetzt nicht, genau. Aber das ist auch nicht so schlimm. Boah, ist das hier schön. Ich würde am liebsten manchmal hier so durch die Welt gehen. Aber ich glaube, dann zerre ich das Let's Play megamäßig in die Länge. Weil ich es einfach nur genieße, hier durchzulaufen. Das habe ich tatsächlich auch schon in Skyrim sehr häufig gemacht. Und dieser Schlüssel, ne? Den musste ich ja aufsammeln. Kann ich den hochheben? Tatsächlich. Der ist so richtig super vom Design. Ich finde den richtig schön. Bin ich ganz ehrlich, den möchte ich mir mal genauer angucken. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht gemacht. Deswegen mache ich das jetzt. Da ist er. Benutze. Fallen lassen. Benutze? Kann ich mir den auch richtig anzeigen lassen? Ja, tatsächlich, so geht das. Der hat voll den coolen Griff und guck dir mal dieses Schloss an. Das kriegst du nicht mal geknackt, wenn du mehrere Dietriche hast. Mensch! Ein wunderschönes Schmuckstück. So. Jetzt müssen wir ja irgendwas machen. Dieser Musik lauschen. Tote sind, ne? Die haben hier auf jeden Fall ein religiöses Ritual gemacht. Das sieht man hieran, weil hier ja das Skelett hängt und gekreuzigt wurde. Oh! Alter, was war das denn? Ich hab mich voll erschrocken. Warum faucht das so? Nichtsdestotrotz, interagiere mit Statue. Das finde ich mega geil. Das ist eigentlich ein mega gutes Bild für ein Thumbnail. So macht man sich einen Weg. Feiert das eigentlich wieder runter? Kann ich den Schlüssel da rausnehmen? Schade. Ich hätte jetzt gerne mal den Schlüssel rausgenommen und würde gerne mal wissen, was dann passiert wäre, ob die Teile wieder runtergefahren wären. So, dann springen wir jetzt mal von Steinchen zu Steinchen. Hüpsa! 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 Und hüpsa! Oh! Da waren Fledermäuse. Da tuckt man sich ja automatisch immer. Oh, hier.
Nebelschwamm. Da ist noch ein Nebelschwamm. Hier kann ich sogar auch noch einen Nebelschwamm aufnehmen. Ich will den mal eben gerade zu mir nehmen. Widerstehe Schockschaden. Yeah, wir sind total elektrisiert.